Ja, ich bin hier bei Heinz auf Koh Samui und es ist eine ganz tolle Erfahrung. Wir sind jetzt vor 2 Tagen hier angekommen, wurden selbstverständlich privat vom Flughafen abgeholt, kein Massenbus oder sowas. Wir kamen dann hier in die Anlage. Der Heinz hat uns erstmal alles gezeigt, hat uns persönlich rumgeführt und ich kann nur sagen, ich bin tief beeindruckt, was er sich hier aufgebaut hat. Heinz kommt aus Deutschland, ist seit 13 Jahren, wenn ich das richtig verstehe, hier auf Koh Samui. Seit der Pensionierung. Seit der Pensionierung, ganz toll. Meint man nicht, dass das schon 13 Jahre her ist, ja. Und hat sich hier wirklich einen Traum verwirklicht, hat hier etwas aufgebaut, wo im Prinzip jeder auch seinen Traumurlaub verbringen kann. Also ganz, ganz weit ab vom Massentourismus, wirklich hin zum ganz, ja, ich will gar nicht sagen individuellen, das ist das Persönliche, was es hier ausmacht. Was mir auffällt, was ein ganz großer Unterschied ist, man hat hier nicht das Gefühl, in eine Hotelanlage zu kommen, sondern man ist hier zu Hause. Wir haben ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, einen Essbereich, was wirklich eine Möglichkeit natürlich auch zu kochen. Man hat wirklich hier die Möglichkeit anzukommen, zu entspannen, ist im Paradies sozusagen. Ja, es ist sehr, sehr familiär, es sind auch nicht so viele Häuser. Ja? Das heißt, wie viele, ich sag mal, du hast Apartments und Villen. Ja. Wie viele sind es insgesamt? Insgesamt sind es 8 Villen und 8 Apartments. Ja. Zur Vermietung stehen 6 Villen und 5 Apartments. Mhm. Und die anderen sind im Privatbesitz. Ah, die sind bereits im Privatbesitz. Also das ist auch das, was im Prinzip hier so rüberkommt. Da sind Familien, die hier regelrecht wohnen. Man kann ja hier das ganze Jahr verbringen. Und was mich auch so fasziniert, weil ich bin auch sehr naturverbunden, was du hier an ich sag mal, tropischem Garten aufgebaut hast. Ich habe hier Pflanzen gefunden, tatsächlich, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und ich war auch schon an vielen Orten. Hast du dann Händchen dafür? Ich wollte eins nicht. Ich wollte keinen sterilen Garten haben. Ja. Der monokulturmäßig aufgebaut ist, sondern ich wollte einen Garten, der Thailand mit seiner Vegetation, mit seiner Fauna zeigt. Und das wollte ich rüberbringen. Das heißt, ich wollte unseren Gästen die Vielfalt der Pflanzen, der Blumen, der Bäume zeigen. Und es gibt mir inzwischen völlig recht, weil wir haben so viele Kolibris, so viele wunderschöne Schmetterlinge, und die Gäste sind alle glücklich. Es ist eine natürliche Umgebung und nicht eine künstliche Umgebung. Ja. Was ist denn der Hauptgrund, warum die Leute hierher kommen? Der ist einmal die familiäre Atmosphäre. Sie wissen, wo sie landen. Mhm. Sie wissen, wie wir es führen. Wir legen keinen Wert auf unbedingt alles voll zu haben, sondern wir legen Wert darauf, auf einen gewissen Kundenstamm, gewisse Qualität, die unsere Gäste schätzen. Mhm. Wir wollen eine etwas gehobene Atmosphäre für Leute, die sich entspannen wollen, die Burnout Gefahr haben, ja. Gefahr haben und richtig Burnout haben. Wir wollen ein gewisses Level haben und das kriegst du nur, wenn du Auswahl triffst. Und deswegen beantworte ich alle E-Mails selbst. Ja, ich kann auch nur wirklich bestätigen, der Heinz, egal was es ist, er kümmert sich einfach und das findet man heute wirklich sehr selten. Es ist eine kleine Anlage mit einem hohen Niveau, auch an Menschen, die hier sind und wer das möchte, wer das braucht, der kann sich hier richtig wohlfühlen im Paradies, in Thailand, bei höchster Qualität. Im Einklang mit der Natur, wie man sieht im Hintergrund. Für mehr Informationen, tolle Bilder hier von der Anlage, besucht einfach die Webseite royalliving.de. Jeder kennt das ja, man hat ein tolles Prospekt gesehen, kommt an und ist erstmal total enttäuscht. Hier garantiere ich, ist es genau umgekehrt. Also es ist noch schöner, als man es überhaupt auf irgendeinem Bild darstellen kann. Ich kann nur sagen, es ist eine Anlage, die wunderschön ist, mit einer privaten, exklusiven Atmosphäre, wo man nicht in einem Hotelzimmer landet, sondern wirklich in einer komfortablen, luxuriösen Wohnung. Man kann das ganze Jahr hier verbringen und ich werde garantiert auch wiederkommen, Heinz. Das und hab mich auch vor allen Dingen auch gefreut, so dich als Menschen, als Seele dieser Anlage hier mal näher auch kennenzulernen. Und ja, freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Das ist schön. Ich freue mich auch drauf.